Damit ein wunderschön herzliches Willkommen zum Schreibtisch aufbauen. Ja, ihr denkt da gerade so, in dem Karton soll alles drin sein? Nein, es gibt noch einen zweiten Karton. Wir machen erstmal den einen hier auf und dann den anderen. We wish you a Merry Christmas. Die Anleitung ist sehr speziell. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us. Karton 1 ist aus dem Pack. Karton 2 kommt jetzt. Karton 2 ist da. Das ist auch irgendwie relativ groß. Ich gesagt, da muss ich nochmal eine kleine Story daran erzählen. Das eine Paket wurde über DHL verschickt und das andere über ein anderer Paketdienst. Und ja, beim DHL-Paket hat da erstmal irgendwie sollte dann eigentlich dann am Dienstag ankommen und dann ist das nicht angekommen. So. Und stand ewig im Lager drinnen. Eine Woche habe ich dann ungefähr gewartet. Dann habe ich mal angerufen, was da jetzt los ist. Und auf einmal war das Paket dann da. Figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it. Zum Aufbauen. Figgy pudding, for we all like figgy pudding, so bring it out here. Nachdem wir alles ausgepackt haben, die zwei Kartons oder Pakete, geht ich heute mit dem Aufbau voran. Daher, das wird nochmal sehr kompliziert. Ich habe mir die Anleitung schon mal ein bisschen mehr angeschaut. Man kann da entweder links oder rechts herum bauen. Wir wollen echt natürlich rechts herum bauen und nicht links herum. Und ja, hier ist die Anleitung und dann sage ich, let's go. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. Aufgebaut den Schreibtisch und das war auch sehr mühsam. Da waren wir ein gestern heute insgesamt glaub, 5 Stunden Aufbau haben wir für den Schreibtisch jetzt gebraucht. Ja, ist doch ein bisschen mehr als ich eigentlich dachte. Wir haben aber auch den Tisch auch schon mal programmiert, dass er genauso hoch fährt wie ich ihn irgendwann auch mal brauche beim Streamen oder wenn ich mal stehe
Und dann drücke ich einfach auf die 3 und dann fährt der auf die 115. Das sind 115 cm vom Fußboden und man kann dann super gut im Stehen auch mal arbeiten und mal ja, hier den Bildschirm sich anschauen und sagen, jo, passt. Oder wenn man sich doch nochmal wieder hinsetzen möchte, kann man einfach auf die 90 herunterfahren oder den Zwischenstand zwischen 90 und 115 auf 107, wenn man da mal so ausgleichen möchte. Ja, das war Tag 18 des Adventkalenders dieses Jahres. Nimmt sehr gerne am Gewinnspiel teil. Bis zum 29.12. habt ihr die Möglichkeit, am Tag 24. das Lösungswort dieses Adventkalenders reinzuschreiben. Daher, diesmal ist da alles Zahlen, was ihr finden müsst. Jede Zahl ist ein Buchstaben. Als Gewinn wieder eine wunderschöne Tasse, paar kleine Süßkramwaren, einen kleinen Gutschein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Adventkalender Gewinnspiel 2023. Und ja, bald ist die Roomtour schon am kommenden Freitag für euch. Und dann zeige ich euch wirklich hier alles, was hier alles so neu dazugekommen ist und was alles so geändert hat. Das wird sehr extrem sein. Und wird wahrscheinlich, die Roomtour wird sicherlich wahrscheinlich eine der längsten Videos werden, aber das sehen wir dann am bei der Roomtour. Damit wünsche ich euch noch eine schöne Adventszeit. Sei freundlich zueinander. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Tag. Tschüss.